Wie schön es doch wir haben. Wir haben es wirklich schön hier gerade. Also ich finde es, wir haben wirklich wunderschön. Naja, gut, wir sind natürlich hier weiter am Bauen, am Fabrizieren, am Machen. Wie hier unten, ich weiß nicht, wie wir hier fortfahren, ob wir das hier gleich machen oder so. Aber ich glaube, ja, also hier hinten, oh, guck mal. Natürlich, wir machen auf der anderen Seite natürlich klar noch, nochmals. Ah, haben wir schon. Oh, ich dachte, wir hätten noch nicht keine, Treppen gesetzt. Aber hey. Gut zu wissen, dass wir die gemacht haben. Okay, und, oh, verdammt. Oh, scheiße, das hier dauert jetzt ein bisschen Jahre. Hier dauert wirklich Jahre. Vielleicht reicht es nicht, bis wir, vielleicht müssen wir eine andere Spitze. Oh, nee, okay. Ging. Sorry, Fehlinformation meinerseits. Okay, die sind natürlich. Wie sind die jetzt gerade brighter? Drei. Ah, sind es fünf. Oh, schön, das sind ja fünf Blöcke, die wir haben. So, vielleicht mal wirklich alle gleich unten. Es geht vielleicht besser. Warte, nehmen wir hier weg hier. Ich muss wirklich bleiben. Ich muss hier bleiben. Ja! Block abgebaut. Block abgebaut. Block abgebaut. Block abgebaut. Block abgebaut. Wo ist er? Ah, und da unten ist er. Yay! Ich frage mich eigentlich, sorry Anna, aber ich frage mich, wo Niklas ist. Sorry, wenn ich das so sage, offen sage. Ob das wirklich den Stream wegen mir nicht mehr schaut? Oder wegen uns? Oder wegen der Situation nicht mehr schaut? Oder keine Ahnung. Übrigens, so eine Frage. Anna, ich muss nicht privat, muss nicht öffentlich beantworten oder so. Mich nimmt es nur gerade ein bisschen Wunder. Wie haben sie diese Situation denn geklärt? Oder wie haben sie ihm die Situation beigebracht? Sorry, wenn ich gerade so offen durch das Zeug vermittelt hier, aber naja. Okay, wir haben das Ding soweit. Okay. Also wirklich, ich denke, die Brücke können wir so machen. Okay. Ich schreibe mal an hier. Oh. Ich schreibe einen Herren mal an, vielleicht schuss ich was. Oh, wo ist denn hier online? Jetzt kann ich online, ne? Stimmt sogar. So, geschrieben. Boah, ich werde nie wieder zurückgehen. Sorry, aber ich werde wirklich nie wieder zurückgehen auf Full HD. Das ist awesome hier. 4K ist extrem geil. Aber ich habe genug geredet. Ich weiß, es ist jetzt, weil ihr die Fahrt. Wir haben hier, also, stimmt, wir haben uns, oh, guck mal. Wir haben hier vorbereitet, genau. Wir haben hier vorbereitet für die Treppe. Aber wir nehmen alles eins tiefer. Da wir das können. Ah, gehen wir. Ich hoffe, wir gehen nur. Wir gehen doch nur drei, oder? Wir nehmen nur eine Dreier-Treppe hier. Geht doch klar, ne? Drei Treppe. Das geht doch klar. So rum. Zack, hier rein in die Bude. Gelunzt. Und jetzt geht's ab hier. Jetzt bauen wir wirklich ab. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. So. Okay, mit der Hand kann ich jetzt auch. Handkarate kann ich auch. Das kann ich auch. Die Maus ist doch ein bisschen zu sensitiv eingestellt. Ein Ticken weniger geht gut. Die Musik der Hölle. Ein Meer. Aus Meer. Aus Wasser. Und Kondukteur. Es reimt sich. Tut gut. Und macht allem wunderschönen Mut. Nur einem Ding. Ah, übrigens, Kasper. Den habe ich den Namen gerade im Gehirn gehabt. Kasper. Oh, das ist so geil. Sorry, aber
Es gibt vielleicht, ich glaube, ist das aus Bayern der Film? Aus Bayern wirklich, von, also bayerisch wird da gesprochen. Aber der Film ist so awesome geil, ne? Wirklich, es geht darum, dass der Kasper eigentlich so ein 69-jähriger Mann ist. Also fit im Schritt und alles pipapo. Wirklich alles gut, hier bedoppelt kein Problem. Mit 70 ist man noch nicht, so brüde und gebrechlich, wie viele meinen. Das war teilweise wirklich topfit. Es gibt nicht Sonderfälle, die wirklich da teilweise wirklich im Rollstuhl sitzen und tralala, so mit 60, mit 70. Aber ich muss wirklich sagen, von meiner Seite her, ich habe Großfälle, die sind 85 und 93 oder 94 mittlerweile. Und da merkst du nichts, dass sie alt sind. Also, ob das nur die Gene sind oder tralala, ich weiß es nicht. Aber offenbar haben wir es hier mit, keine Ahnung, was zu tun. Sorry, wenn ich gerade so rauspralle hier. So. Ja, meine Nase hier. Ach, stimmt, dann kann ich hier natürlich mit der Handkantenschlache hier runterhauen, damit wir hier einfach nur Stein haben. Das halt gut aussieht. Und nicht irgendwie dahin gerotzt. Rotz, 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 rotz. Von Rotz. Also übrigens ein Schlagzeuglehrer, den ich damals kannte. Vor etwa. Fünf? Nee, das war viel länger. 7, 8 Jahre? Das war wirklich 7, 8 Jahre her. War noch länger her. 7, 8 Jahre um den Dreh wahrscheinlich rum. Kannte ich damals einen Lehrer. Also kennengelernt habe ich ihn um 10 Jahre. Wirklich vor 10 Jahren oder so. Der Herr von Rotz, der war ein sehr guter Lehrer. Ich habe nie bei ihm halt Schlagzeug gelernt, aber ich kann ihn halt so und ich weiß nicht, Schlagzeug ist irgendwie generell irgendwie nur lässig drauf. Ich weiß nicht wieso, aber meine Lehrer waren immer wirklich lässig drauf und mein Lehrer, den ich hatte wirklich 11 Jahre lang, ich spiele kein Schlagzeug mehr. Erstens mal Platzmangel, jetzt da ich alleine wohne, also wirklich nicht mal bei meinen Eltern. Und zweitens einfach der Krach. Wirklich, da würde ich nicht mit. Ist mein Mitbewohner. Vielleicht Mitbewohner nicht gerade. Aber die Nachbarn würden sich vielleicht beschweren in einem Block. Da kann man nicht so ganz gut Schlagzeug spielen. Das ist eher so ein Spiel halt, dass man. Ein Instrument, das man eben halt in einer Einfamilienhütte oder was immer dann spielen kann. Aber nicht irgendwie in einem Block. Und ja, irgendwie alle Lehrer von einer. Halt von der ganzen Sache hier. Ich weiß nicht, die haben halt was gefressen. Keine Ahnung, was. Hallo. Stufen. Oh. Naja, meine Freundin. Bist du auch. Bist ein nettes Ding. Nette Dame. Ich liebe dich überragend. Mal wieder. Immer. Wie kann man. Ich frage mich auch immer generell. Wenn man zum Beispiel Liebe. Oder irgendwie sowas, Herzschmerz, bla bla bla. Das tut jetzt zwar weh im Herzen. Ist auch wie Herzschmerz, ne? Also Kummer und so. Aber auch Liebe. Aber das kannst du irgendwie physisch nicht fassen oder so. Ich frage mich, wieso sind diese Dinger nicht gewachsen? Das hier ist gewachsen, ja, aber das brauchst du wenig Sonne. Was ist denn los hier? Wachsen Dinger nicht? Einfach aus Protest oder was ist denn da los? Sind die zu wenig, haben die zu wenig Platz oder was? Die lassen wir mal. Okay, gut. Wenn wir hier schon sind, dann sag ich mal so, die Stütze, die wir hier mal gemacht haben, damit das ganze Ding grün wird, nehmen wir jetzt weg. Das reicht hier schon. Und ich frage mich mal kurz, muss ich auch mal schnell, wie die FPS-Zahl bei OBS ausschaut. Genau gleich, ehrlich gesagt, genau gleich. Sogar mit. Was ist denn los? Okay, nein. Sorry. Nicht mehr. Ist genau gleich. Oh, guck mal hier. Na du? Na du, Stufe? Ja. Okay, das geht langsam wie Hirnwäsche. Hoch 10. Yes. Wollen wir hier den ganzen noch verbinden hier? Jetzt gibt es solche Mikrohokler, ne? Obwohl die FPS gar nicht das Problem sind.
keine Ahnung wieso. Wirklich keine Ahnung. Hier sind die Bäume gewachsen. Stimmt, da war ja noch was. Da war ja noch mal die Scheune hier. Wir haben ja rumprobiert, wie das Ganze ausschauen könnte. Ob es gut ausschaut, ob es nicht gut ausschaut. Keine Ahnung. Okay. Muss auch vielleicht sagen, vielleicht ein bisschen runterdrehen hier. Da, genau. Und die Frage ist auch... Was ist der Unterschied hier? Eigentlich nichts. Also jetzt FPS-technisch ist da kein Unterschied, wenn man irgendwas einstellen hier mit OV, Pop, Pop oder whatever hier das ist. Oh, keine Ahnung. Wieso egal. So, also gut, wir sind natürlich hier bereit und bereit. Natürlich das hier zu bauen. Ach du Schande hier. Tschuh, wir sind drauf. Die Frage ist auch, erstmal, wir brauchen Platz. Das ist A und O gerade. Ich bin so ruhig, das ist gruselig. Ah, nein, du bist nicht ruhig, du bist aber nur hier anwesend. Das sind übrigens zwei anwesend, wenn du eine schreibst. Das ist ganz komisch. Naja, ist auch mir gerade. Hier gesagt, Wurstel. Der Wurstel, Wurstel, Wurstel. So rum, Wurstel, der Wurstler. Haben wir zwei. Schön nochmal. Da ploppt auf das Schaf. Hui! Dann probieren wir hier irgendwann. Wollen wir nur einen machen hier? Nur einen. Zwei hier, ne? Dann machen wir nur Zweier. Dann machen wir nur einen Zweier Treppenaufstieg. Das geht auch klar. Machen also wieder einen Block hin. Das geht klar. Und Wichse sind sie hier. Super. Dann noch hier ein bisschen Blöcke hinsetzen. Das reicht ja schon hier ein bisschen irgendwie so. Und wir haben einen Zweier. Kann ich genau verbinden. Wow. Jetzt müssen wir auch Raum probieren, wie das irgendwie funktioniert mit dem Ganzen. Auf jeden Fall zuerst mal eine Schaufel. Ich bin gerade nicht mal ganz klar hier. Na gut. Bam, 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 bam. Jetzt ist die gute Frage hier. Wollen wir das irgendwie verknüpfen oder so? Weil es ist natürlich so das Problem, dass wir hier irgendwie querfeld ein müssen. Ne? Das ist andere. Andere hier. Kriegen wir irgendwie schon hin. Was hier immer. Guck mal so. Hier geradeaus und dann einen versetzt. Also dann irgendwie der mittlere Teil hier mal nur. Halt so quer einstellen. Also so 45 Grad eingeschminkelt, darum irgendwie. Und natürlich müssen wir hier wieder abrupfen. Wir müssen ja ab. Oh, guck mal, wir haben unten natürlich etwas. Wir haben unten etwas, ne? Wir haben unten etwas. Das ist cool.
Und weil hier die Fahrt hier mit dem ganzen wunderschönen Blöckchen sitzen hier. Ich hab keine Ahnung, was geht und tralala. Aber so ist es nun mal. Wir machen die Handkantenschlag-Apparatillo.